Klimamigranten sind in vielfältiger Weise von Problemen in Bezug auf ihre Situation betroffen. Sie haben zum einen einfach das Problem, dass sie als Flüchtlinge gar nicht anerkannt werden, sowohl in den meisten Ländern als auch in der Europäischen Union und auch global gesehen. Das ist das eine Problem. Aber auch die Akzeptanz von Flüchtlingen und Klimaflüchtlingen ist natürlich da auch ein Thema. Und beides zusammenzubringen, das war heute im Laufe des Prozesses auch der Schwerpunkt, einfach klarzumachen, dass wir als Jugendrotkreuz uns dafür einsetzen wollen, dass Klimamigranten eine gesicherte Basis haben, dass sie Unterstützung erfahren, dass sie Anerkennung erfahren und Schutz bedürfen und den auch erhalten müssen. Und diese Kampagne lässt ganz viele Möglichkeiten, Menschen zu helfen, Dinge deutlich zu machen, aber auch dabei Spaß zu haben und sich zu engagieren. Und als Jugendlicher und auch als Kind, als Gruppenleiter in jeder Position was zu bewirken.